Ja, servus YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr habt es ja gerade gesehen schon in den Bildern und im Titel sieht man es auch. Es ist endlich soweit, wir haben unseren eigenen neuen Rückenwagen hier. Wir haben euch ja in der letzten Woche ein bisschen hingehalten, indem wir nicht ganz sofort verraten haben, was es wird. Wir hatten jetzt dann auch mal einen Grabhahn da zum Testen. Aber ja, einige von euch hat es ja schon richtig erahnt und auch schon sag ich mal, in die Kommentare geschrieben teilweise. Wir sind natürlich der Marke BMF treu geblieben, denn warum soll man wechseln, wenn wir soweit zufrieden sind? Und jetzt ist endlich soweit eben, hier steht er. Wir haben ihn jetzt hier zum Ersteinsatz, hier oben auf der Baustelle. Ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde einfach mal, solange er jetzt noch so schön aussieht. Und ich stelle euch den Anhänger einfach noch mal ganz kurz im Detail vor, was sich geändert hat zu unserem Alter. Also man sieht sofort, es ist wieder ein BMF 14 T2 Pro. Im Prinzip wie der alte Anhänger auch. 14 steht weiterhin für das Gesamtgewicht. Also wir haben 14 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. T2 steht in dem Fall für die Rahmenbauweise. Also wir haben hier wieder einen Doppelrohrrahmen. Gibt natürlich auch Zentralrohrrahmen, aber wir haben hier wie beim alten Anhänger Doppelrohrrahmen genommen. Einfach weil das für uns besser ist. Wir können damit einmal Bündel besser fahren, wenn wir jetzt ein bisschen was im Wald haben. Und meiner Meinung nach her von der Stabilität her ein bisschen besser. Aber gut, das ist Geschmackssache. Genau, und das Pro steht in dem Fall für das Rungensystem, also angelegt an der Vorwarder, wie man es kennt. Hat unser alter Anhänger ja auch schon gehabt, aber wer jetzt hier eben richtig hinguckt und die Unterschiede erkennt hat, der sieht, dass man jetzt hier quasi andere Runge hat. Bei unserem alten Anhänger war es dreiteilig, da war es 1, 2, 3 ins Rohr war gesteckt. Jetzt sind wir nur noch zweiteilig, das soll der Grund haben, dass man hier weniger Geräusche hat, also es soll weniger kleppern. Für uns vielleicht ein Nachteil, denn wir konnten natürlich jetzt die alte Rohre einfach von Hand rausstecken, wenn man mal schweres Holz hatte. Da gab es auch 1, 2 Videos und dann das Holz draufladen und die Runge wieder reinstecken. Geht hier so jetzt nicht mehr ganz. Original sind hier Schrauben drin. Wir haben jetzt aber tatsächlich hier die Sonderlösung bekommen mit Bolze. Kann jetzt quasi den Splint unterziehen, Bolze raus und kann dann die Runge auch rausziehen. Wir haben den Anhänger natürlich jetzt wieder so breit eingestellt. Dann haben wir weiterhin ein Innenmaß von 2,50 Meter, was dann entsprechend fürs Ladevolumen halt auch wahnsinnig gut ist. Vom alten Anhänger übernommen haben wir unsere Rungeverlängerung da oben, denn wir möchten ja entsprechendes Ladevolumen. Und Ladevolumen sind wir jetzt eigentlich auch bei der Hauptänderung von dem Anhänger, denn das ist einer von den ganz, ganz ersten, die mit dem Stirngittersystem ausgeliefert worden sind. Auf dem Messe stand es so teilweise wohl schon rum. Stirngitter ist ein guter Stichpunkt. Also hier vorne haben wir jetzt ein komplett neu konzipiertes Stirngitter. Wir haben hier die Möglichkeit, unterhalb von der Runge jetzt links und rechts zwei Staukästen, zwei große zu haben. Ich zeige euch mal den auf der Seite. Der ist nämlich komplett leer. Und da haben wir jetzt wirklich Platz für drei Spanngurte und noch viel, viel mehr. Also ist richtig großer Stauraum da unten drin. Gefällt mir ganz gut, die Lösung hier. Kann man dann entsprechend auch abschließen. So, hier bläst ganz schön der Wind und ich hoffe, es geht einfach jetzt vom Wind her. Und genau, wenn man sich das jetzt mal von hinten anguckt, haben wir jetzt hier eine geänderte Form vom Stirngitter auch, einfach dem geschuldet, dass das neue Pro-Runge-System auch in der Bauart ein bisschen anders ist. Komme ich auch noch gleich drauf. Also das Stirngitter wurde ein bisschen angepasst. Das alte Stirngitter ist da eher so wegen schräg. Jetzt sind wir weiter hoch und gehen gerade oben rüber, einfach um das Ladevolumen vom alten Anhänger quasi auch hier zu haben. Finde ich eben ganz gut. Also auch zu dem Stirngitterkonzept hier gehört dazu, dass man hier vorne jetzt eine entsprechende Wanne hat für die Zangeablage. Passt soweit eigentlich ganz gut. Ich meine, im alten Anhänger habe ich es immer hin dazu gepfetzt. War natürlich deutlich schneller, als jetzt die Krane immer rumzulegen und hier reinzulegen. Aber an sich finde ich das ja gut. Ihr seht auch bei dem Stirngitter, also das ist so, wie es aussieht, komplett handgeschweißt. Denn man sieht ja hier entsprechend die Schweißnähte sehen aus, wie wenn es von Hand wäre. Und hier drüber sind sie einfach wie vom Schweißroboter. Also das ganze Ding ist quasi ein riesiges Schweißteil. Ist miteinander verschweißt, soll natürlich sehr stabil sein. Ich bin aber mal gespannt, wie es sich bewirkt, wenn man jetzt gerade mal da oben vielleicht mal mit einem großen Stamm der Gegner rammelt, ob sich dann da unten irgendwas verzieht, das wird sich zeigen. Aber so grundsätzlich passt es. Das müssen wir jetzt in der Praxis einfach ausprobieren, denn auch bei dem Anhänger werden wir nicht irgendwie besonders richtig nehmen, wie beim, also haben wir beim Alter auch nicht, aber eben vom Alter war ich einfach so überzeugt, den Anhänger haben wir rangenommen, geladen und mit dem habe ich Sache gemacht und da ist nichts kaputt gegangen, was Rahmen, Schweißnähte und so angeht. Und deswegen darf der hier eigentlich in große Fußspuren treten. Geil aussehen tut er, also mir gefällt diese Kombi schwarz-orange, gefällt mir ganz gut. Ja, auch nochmal Änderung zu der Runge ist, wir hatten im alten Anhänger hier unsere Spanngurthalter hier außen und hier außen, hatte den Nachteil, man hat sie mit der Zange immer verbogen. Der Vorteil ist, man kam gut dran.
dran. Hat man sich jetzt wohl Gedanken gemacht und hat die hier unten reingemacht. Also hier ist ein Halter und da hinten ist ein Halter. Sieht jetzt erstmal so gut aus, aber ihr seht selber, jetzt ist kein Holz da. Wenn das Holz da liegt, kann ich nicht einfach da oben hin, sondern dann muss ich mich immer bücken und muss da unten rein das Spanngurt einhängen. Alternativ kann man natürlich auch da einhängen und muss mal gucken, ob die Löcher reichen. Hätte ich mir gewünscht, dass man da das Loch vielleicht dreht, dass man das Spanngurt eben außer durchkriegt. Das muss ich aber mal in der Praxis gucken, wie das hier funktioniert. Wenn man jetzt hinter der Anhänger geht, dann sieht man jetzt entsprechend hier die Form vom Rungesystem hat sich geändert. Wir sind hier deutlich weiter hochgekommen, also ich schätze jetzt mal so 10-15 cm sind wir hier weiter hochgekommen. Das hat der Grund, dass sich die Kunden gewünscht haben, dass sie die Runge flexibel über die ganze Anhängerlänge stecken können. Das war vorher nicht möglich. Jetzt ist möglich, dass ich quasi die Runge einfach auch hier Mitte über die Räder mache und einfach aufgrund der Boogie-Achse, der Beweglichkeit, muss man dann entsprechend das ganze Rungesystem ein paar Zentimeter nach oben lege. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das auswirkt auf dann den Schwerpunkt, der dann natürlich auch 10 cm weiter oben ist. Gerade wenn man dann mit Rungenverlängerungen entsprechend ladet, hatte man mit dem alten Anhänger halt nie Probleme. Ich denke aber, man werde hier auch keine Probleme haben. Und dann weiter noch zum Rahmen, hat jetzt der Anhänger im Gegensatz zum alten Anhänger eine Rahmenverlängerung. Ich habe euch da jetzt mal zwei Löcher nach hinten geschoben. Müssten sie jetzt so gute 50 cm sein. Ich bin tatsächlich gar nicht sicher, wie viel ich noch habe. Hat halt den großen Vorteil, dass ich jetzt quasi bei längerem Holz kein Problem mehr habe, dass das Holz hinten runterkippelt, wie es vorher war. Vorher war der Anhänger perfekt für 5 Meter Holz. 6 ging auch noch, aber alles, was länger war, hat dann immerhin runtergekippelt und musste man vorne mit kleinerem Holz entsprechend beschweren. Kann man jetzt hier schön rausziehen, dann hat man das entsprechend im Griff. Aber natürlich, je länger ich lade, desto eher neigt der Anhänger weiterhin zu negativer Stützlast und das fährt sich einfach bescheiden. Also von dem her würde ich sagen, das ist eher nice to have. Ich werde es wahrscheinlich wieder reinschieben und ich fahre für brennholzmäßig, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, auch für das Sägespaltautomat 5 Meter Fixlänge, das passt dann eigentlich. Auch wie beim alten Anhänger hier haben wir Flexi-LED, links und rechts, wir haben eine Kennzeichenbeleuchtung, das Kennzeichen muss ich noch dran machen. Und das Coole bei der Flexi-LED ist eben, man sieht es eigentlich gar nicht, und viele fragen auch, ja, hey, da hat gar kein Licht da. Aber doch, wir haben hier quasi in den Rückstrahler integriert Blinker, Bremslicht und Standlicht. Also ist wirklich alles hier mit drin, funktioniert sehr gut, finde ich ganz klasse, die Lösung mit den Lichtern. Ja, wenn wir uns jetzt die Bereifung nochmal angucken zum Anhänger, wir haben wieder wie beim Alte die 550er Bereifung drauf. Einfach, wenn man mal in eine Wiese reinfährt, wie man es auch öfters machen musste und müsse, dann sinken die nicht so schnell ein. Also top, passt soweit. Ich habe tatsächlich im Krapan-Video erzählt, mir hätte 21 Zoll Felge gehabt. Muss ich korrigieren, sind 22,5 Zoll. Ganz geil. Achse sind auch gleich geblieben, auch von TVZ. Und was jetzt eben der Hauptunterschied ist zu dem Anhänger gegenüber unserem vorherigen 14-Tonner, ist die Bremse. Das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. 2018 hatte man bei BMF noch die Möglichkeit, entsprechend zwei unterschiedliche Bremssysteme zu bestellen, beziehungsweise nicht, konnte man bestelle, sondern die wurde so geliefert, wenn man da quasi mit 25 km/h Zulassung bestellt hat, hat man eine kleine Bremstrommel bekommen und mit 40 km/h hat man die große Bremstrommel bekommen. Mir war wichtig, und das ist glaube ich jetzt auch generell so bei der Größe vom Anhänger, dass man jetzt die große Bremstrommel drin hat. Einfach, wenn man das Ladevolumen ausnutzt, dann ist da halt entsprechend auch Gewicht auf dem Anhänger drauf und dann muss der Bremse, gerade bei uns im Schwarzwald, wo es hoch und runter geht, da gibt es keine zwei Optionen und deswegen, wir haben da jetzt die große Bremse drin. Was sich auch noch verändert hat, das habe ich auf der Messe auch schon mal angesprochen, es ist unten drin tatsächlich alles nochmal wegen massiver geworden. Die Stahlteile sind einfach statt halt, ich sage jetzt, ich schätze jetzt mal, statt 20 mm sind wir jetzt bei 25 mm. Also deutlich massiver gebaut, die ganze Achsaufhängung unten drin. Finde ich soweit ganz gut. Allerdings geht es natürlich auf die entsprechende dann aber aufs Gewicht. Also so wie der Anhänger jetzt da steht, wiegt da 500 bis 600 Kilogramm mehr wie unser alter von 2018. Das ist natürlich ein Wort, denn zum einen kämpft jetzt der Bulldog leer entsprechende Berghoch ein bisschen mehr und zum anderen geht es dann aber auch auf Kosten der Nutzlast. Wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier auswirkt. Ja, Bremse muss bei uns, Vierrad Druckluftbremse, hat der Anhänger auch wieder, passt. Gehen wir mal noch weiter nach vorne, wenn wir den Anhänger so fertig machen. Wir haben also auch hier vorne wieder Oberanhängung gewählt. Das hat einfach der Grund, dass wir gesagt haben, wir möchten euch weiterhin mit Videos versorgen, wenn wir unser Farmer 2D an der Anhänger, also an der Rückenwaage hängen. Nein, Spaß.
wir haben einfach gesagt, das ist für uns in der Praxis besser als K80. K80 habe ich zum einen nur eine da, zum anderen, meiner Meinung nach, braucht man deutlich länger, zum anderen Abhänge. Und ich möchte hier einfach flexibel sein. Gerade wenn ich dann wechseln muss zwischen Rückewaage, Hagelift oder sowas oder der 511er Vario immer wechsle, bin ich so einfach flexibler. Genau, von der Anschlüsse her haben wir jetzt eben ganz gewohnt Druckluft. Einfach, wir haben ein doppelwirkendes Steuergerät für die Schwenkdeichsel. Schwenkdeichsel ist ein guter Stichpunkt. Haben wir jetzt hier eben auch wieder, habe schon ein paar Mal gesagt, so Anhänger ohne Schwenkdeichsel, da bist du nicht glücklich im Wald. Mit Schwenkdeichsel absolut geil. Kommst wirklich fast um jede Ecke rum. Schwenkdeichsel hat sich jetzt auch ein wenig konstruktiv geändert. Wir haben jetzt hier ein deutlich größerer Abstand zwischen oberem Lager und unterem Lager von der Schwenkdeichsel. Also ich sage, es sind fast 60 cm. Vorher waren wir irgendwas bei 30 oder sowas oder 40. Geht hier quasi also auch in Richtung stabiler ausgelegt worden. Ansonsten zwei fette Zylinder da drin. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, wieder dieses quasi die Schwenkdeichsel zu blockieren. Geht ganz einfach. Hier Bolze rein. Gut, jetzt steht sie nicht ganz, doch, tatsächlich. Bolze rein. Schwenkdeichsel für die Straßenfahrt arretiert und ansonsten wieder raus und entsprechend hier drüber rein. Wir haben einen Stützfuß diesmal dran, einen Kurbelstützfuß, das hatten wir alte auch nicht. Haben wir eigentlich auch nicht gebraucht, aber ich muss jetzt schon nach der ersten zwei, dreimal an Abhänger sagen, ist eine coole Sache. Ich werde da aber wahrscheinlich hingehen und nochmal einen anderen Stützfuß hinmachen. Das hier ist einer für 4000 Kilogramm, aber gerade mit dem großen, massiven Kran habe ich halt auch beim leeren Anhänger da jetzt schon ordentlich zu kurbeln. Und ich denke, ich werde mir da noch einen Stützfuß hinmachen mit irgendwie 8 oder 10 Tonnen dann entsprechend, dass ich es dann leichter zum Kurbeln habe. Ja, gehen wir weiter. Wir haben diesmal jetzt hier entsprechend das Stehpodest wieder auf der Deichsel gehabt. Das war jetzt das erste, was wir umgebaut haben. Ihr seht, wir haben hier entsprechend das Brennteil anfertigen lassen und haben jetzt das ganze Stehpodest 40 cm hoch und 20 cm weg vom Bulldog gelegt. Denn vorher war es ein wenig unglücklich, wenn es da ganz unten war, hat es jetzt bei unserem Bulldog quasi an der Unterlänge angestanden. Ja, man hätte es die hier abflexen können. Ich finde aber die Lösung so ganz gut. Wenn der Bulldog gerade steht, also er steht jetzt ein wenig nickt, dann passt es so, dass ich mit dem linken Fuß quasi auf der Unterlänge und dann wieder hochgehe wie vorher auch. So, noch kurz von der anderen Seite angeguckt. Also nochmal hier zu dem Thema Oberanhängung. Ganz schön gelöst finde ich jetzt hier, dass man in dieser Deichsel jetzt quasi die Hydraulikpumpe integriert hat. Schauen wir mal da unten rein. Wir haben auch wieder eine große Pumpe drin, also 110 Kubik. Haben eine Zapfwelle hier entsprechend dran und die Pumpe ist eben da unten drin jetzt schön geschützt. Es passiert nichts mehr mit der Unterlenker, ich muss nicht aufpassen, also die Lösung hier finde ich ganz cool, das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut, das passt. Und dann habe ich jetzt eben hier auf der anderen Seite auch noch diese zweite Staubox, habe ich ja drüben schon mal aufgemacht, die machen wir jetzt hier auch auf, dann hier hat es jetzt folgendes, machen wir mal auf. So, und zwar haben wir jetzt in der Staubox auf der anderen Seite zum einen die Keile und zum anderen hier die Möglichkeit, Unterlage reinzumachen. Und jetzt die größte Änderung eben ist hier, wir haben quasi das Steuerventil für die Bremse, also halb bzw. leer, halb und voll, wenn der Anhänger geladen ist. Genau, kann ich hier entsprechend umstellen. Da muss ich jetzt allerdings ganz ehrlich sagen, es trifft nicht ganz mein Geschmack, denn auf der Seite ist absolut nicht benutzerfreundlich. Vorher war es einfach so, ich konnte Anhänger beladen oder entladen, bin vom Kran abgestiegen, habe drüber den Hebel rumgemacht, bin in den Bulldog geguckt und bin losgefahren. Jetzt gleiche Spiel, ich muss vom Kran drüber absteigen, muss einmal um den Bulldog rumlaufen, muss hier die Kiste aufmachen und muss das Ventil umstellen. Ja, man könnte jetzt theoretisch auch immer mit halb fahren. Ich habe aber aufgrund der Boogie-Achse einfach mit leer schon das Problem, dass immer die hintere Achse blockiert auf Straße fahre und deswegen ist das für mich keine Option, immer auf halb zu fahren. Ich muss jetzt mal gucken nach der ersten Ansätze, ob mir das hier praxistauglich passt oder ob ich das ganze Ventil und die Einheit doch wieder rauslege auf die andere Seite. Müssen wir mal gucken. Aber nichtsdestotrotz hat das ja auch Vorteile, dass das Ganze jetzt hier verstaut ist. Denn wir kommen nochmal zum Stirngitter. Ihr seht, das Stirngitter ist bis auf den Kran und den Hydrauliktank komplett frei. Also es hängt nichts mehr rum. Wir hatten eine wirklich geile Sicht nach hinten zu der Kante. Das habe ich hier am Grabhahn bemängelt. Da war hier alles zugebaut, grundsätzlich gut erreichbar. Aber du hast beim Rückwärtsfahren einfach nichts gesehen. Und das hier jetzt schon nach dem ersten, zweiten Mal rückwärtsfahren, wirklich top. Also ich sehe da hinten und da hinten von oben vom Schlepper aus wirklich alles. Und das Stirngitter so frei, richtig geil. Also es ist auch angelegt an der Vorvorder. Genau, dann kommen wir zum Hydrauliktank und dann auch zum Kran. Wir haben jetzt hier einen größeren Hydrauliktank verbaut. Müsste 160 Liter sein.
Der alte war deutlich kleiner, da war es glaube ich 80 Liter, bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall deutlich größerer Hydrauliktank. Und jetzt gehen wir dann gleich auf die andere Seite. Genau, und dann kommen wir jetzt eben zur größten Änderung gegenüber dem alten Anhänger. Also wir haben eine andere Steuerung. Wir hatten ja vorher die einfache Euro-Drehhebelsteuerung. Mit der bin ich super klar gekommen, konnte wirklich smooth mit dem Kran fahren. Jetzt haben wir uns dieses Mal für eine hydraulisch vorgesteuerte Steuerung entschieden und haben entsprechend weiterhin das Silber 150er Kran. Wir haben gesagt, das reicht uns und das passt ganz gut zu dem Konzept, wie wir es machen. Und der hat jetzt aber eben die Zusatzzeichen HP. HP steht in dem Fall für ein bisschen mehr Hubkraft, ein paar Kilogramm ausgedrückt, kann es jetzt gar nicht sagen. Und ansonsten seht ihr hier komplett innenliegende Schlauchführung. Das finde ich ziemlich geil. Macht's Arbeit so natürlich deutlich einfacher. Man reißt sich nichts ab. Wenn da mal irgendwas kaputt ist, klar, Nachteil, dann muss ich erst vieles wegschrauben, um innen ans Problem ranzukommen. Aber so jetzt der Kran, habe ich auch schon ein, zwei Stämme jetzt Luft. So der erste Eindruck ist sehr gut. Ob er wirklich mehr Hubkraft hätte, wird sich jetzt einmal zeigen, wenn wir gerade drüber vielleicht mal ein paar größere noch so in Zangen nehmen. Das finde ich also ganz geil. Kran ist Silber 50. Man hätte jetzt hier auch wieder größere drauf machen können. Aber wie gesagt, unser Konzept sieht es eigentlich vor, dass wir fertiges Holz am Waldweg aufladen, zu uns auf den Brennholzplatz fahren und auf der Automat legen. Dass wir in den Bestand reinfahren, ist so gut wie ausgeschlossen. Das passiert ein, zwei Mal. Und dann wäre es schon mit dem 8-Meter-Kran, wie wir in den letzten Videos gesehen haben, wieder zu kurz. Ja, zum Kran noch dazu gehört die entsprechende Abstützung. Auch hier wieder die Flap-Down-Abstützung, wie wir sie im alten Wagen auch hätten. Mit dem Unterschied, einmal gut finde ich, sie haben hier der Zylinder noch mal ein bisschen besser geschützt. Das gefällt mir ganz gut. Auch noch eine Änderung ist, wir haben deutlich weniger Auflagefläche. Also der alte Anhänger hat ein bisschen so Auflagefläche gehabt, deutlich mehr. Da haben wir natürlich dann gerade bei so Untergrund wie hier jetzt bessere Standfestigkeit gehabt. Wie das sich hier jetzt verhält, müssen wir mal gucken. Aber mit der Flap-Down-Abstützung, wie gesagt, passt alles soweit. Nachteil von der Abstützung im Gegenüber von A-Abstützung ist halt, ich brauche halt hier entsprechend noch mal einen Meter Platz, wenn ich jetzt Polder habe. Kann ich nicht ganz so nah ranfahren, aber das passt jetzt. Eben der alte war so ungefähr, da muss ich noch ein wenig weiter wegbleiben. Das passt. Theoretisch für die Straßenfahrt habe ich hier die Möglichkeit, über diese Kettle die Abstützung zu fixieren, dass da nichts passiert. Ja, ganz habe ich schon mal gesagt, das finde ich nicht zeitgemäß, aber ist jetzt halt so dran. Schauen wir mal. Genau. So, jetzt sind wir noch hier oben. Kransteuerung, also eben hydraulisch vorgesteuert. Wir haben hinten auf der Rückseite für die Stütze hoch und runter zwei Knöpfe links und rechts und die sind auch richtig angeordnet. Also oberer Knopf Stütze hoch, unterer Knopf Stütze runter. Finde ich gut. Ansonsten haben wir auf dem Knopf Zange auf und zu, auf dem hier. Und auf dem hier haben wir Teleskop ein aus. Und wir haben jetzt diesmal noch eine Kranbeleuchtung mit integriert hier. Die ist da oben dran. Das sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus. Genau, also Steuerung haben wir da oben, Kran haben wir da gezeigt, jetzt gehen wir noch davor zu der Zange. Zange haben wir auch dieses Mal wieder, die 1,32er Öffnungsweite, ist genau gleich wie vorher, passt für uns ganz gut, aber was die Hubkraft angeht, größeres Holz wie das jetzt da, dann hast du eh mit Hubkraftprobleme und im Brennholzbereich bist du da wirklich gut abgedeckt, da passt die Zange. Ja, was man jetzt noch hier sieht, ist der Schnellwechsler. Den haben wir auf dem alten Anhänger natürlich übernommen, denn ihr wisst ja, wir wechseln zwischen der Zange und zwischen dem Polybgreifer. Besonderheit an dem Anhänger bzw. an dem Rotator, der hier verbaut ist, ist jetzt, wir haben innenliegende Schlauchführung. Also beim alten Rückenwagen-Rotator hat man hier außen zwei Schläuchanschlüsse gehabt. Hat natürlich den Vorteil gehabt, ich kann zum Koppler einfach hier außen geschwind dran, habe das Ding gekoppelt, wunderbar. Jetzt liegt alles innen drin. Großer Vorteil, klar, es ist geschützt, ich reiß eigentlich nichts mehr ab. Großer Nachteil ist jetzt natürlich, der Schnellwechsler funktioniert nicht mehr so, wie es vorher war. Also wir haben das jetzt hinbekommen, dass wir mit dem Vierloch-Flansch-Rotator die Leitungen auch alle innen haben. Aber der Wechsel, wie vorher, eine Minute dauert jetzt trotzdem wieder 4-5 Minuten. Ich meine, es ist immer noch besser als gar kein Schnellwechsler. Aber mit der Lösung bin ich nicht ganz so zufrieden, weil, jetzt kommt noch das Weil, mit der neuen Steuerung habe ich das Problem bisher, wir haben keine Möglichkeit, die Zange aufzu. Die Anschlüsse muss ich ja dann mit dem Schnellwechsler kommen. Rucklos zu machen. Das war bei der alten Euro-Drehhebelsteuerung natürlich ganz einfach. Ich habe einfach Zapfwelle ausgemacht, habe Zange einmal manuell auf und zu gemacht, Druck war weg, ich konnte wechseln ohne Leckage. Jetzt hier bei der Steuerung, Zapfwelle aus bringt nichts, Strom aus bringt nichts, ich kann nämlich einfach nicht drucklos machen. Das heißt, ich habe hier permanent Druck drauf. Ist nicht ganz so geil. Die Lösung wird jetzt sein, dass wir es machen wie beim Bagger. Wir werden quasi vorne am Steuergerät eine Leitung hinlegen mit Ventil, wo man umlegen kann, dass dann der Druck in den Tank direkt zurückkommt. Dass man dann quasi einmal, bevor man quasi die Zange wechselt, immer schön drucklos machen kann manuell. Nicht so geil, aber gut. Funktioniert jetzt auch. Eben, Kabel sind alle drin. Es ist geschützt.
Passt so weiter nicht auch. Und jetzt schauen wir mal, wie das sich in der Praxis bewährt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Anhänger gefällt. Wenn ihr Fragen zum Anhänger habt, auch gerne reinstellen, dann versuche ich die zu beantworten im Video oder in den Kommentaren selber. Und das würde ich sagen, war es erstmal soweit mit der Maschinenvorstellung. Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber das machen wir dann einfach in den nächsten Videos, denn ihr werdet den Anhänger jetzt demnächst natürlich auch wieder im Einsatz sehen. Ich mache jetzt hier weiter mit Spalte. Und wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Dem Video würde ich mich freuen, jetzt passt, einen Daumen nach oben zu geben. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche Sonntag wieder zur selben Uhrzeit. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.